Ja, du klärst die Arterie weit rechts von dir auf. Ne? Die klärt dich halt im Zweifelsfall auch irgendwann auf. Und wenn sie dich trifft, dann ist halt echt blöd. Ja, Lakeville, das ist deine Lieblingskarte. Oder deine, ja, Erfolgskarte, nenne ich es mal. Ja, ist mit dem M3 Lee fast genauso ungünstig wie letztes Mal. Ja. Im T2 Medium. Wir versuchen jetzt einfach mal Folgendes. Wir versuchen jetzt mal über die 1er-2-Linie anzugreifen, in Richtung die in ihrem gegnerischen Spawnpoint. Ach so, also außen rumfahren. Genau, wir fahren jetzt hier gleich rechts rum auf die 1-2. In der Hoffnung, dass da nicht allzu viele TD stehen, schon gar nicht der Hetzer. Das könnte unser größtes Problem werden. Bevor wir jetzt wieder in die Stadt fahren, weil da, um das, gerade wenn du um das Kloster herumkämpfst, bist du mit dem 3 halt echt total viel zu groß, nicht wendig genug. Ja, und der schwache Richtbereich halt auch einfach. Steamphone schreibt gerade, dass sie mit einem Medium 3 gespielt hat und die sie ziemlich überrascht haben. Und sie hat die Medium Mathilda 3. jetzt. Ja, Glückwunsch dafür. Ja, Glückwunsch, der erste Stufe 4, glaube ich, dann, ne? Mathilda, ja. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also, die Mathilda habe ich auch sehr gern gespielt. Hart gepanzert, hohe Feuerrate. Bisschen langsam, aber doch, das passt schon. Können wir fast zusammenfahren. Sind ja auch noch auf Stufe 4 unterwegs. Stimmt. Ja, Steamfahren, ab in Discord und dann haben wir einen vollen Zug. Jo. So, wenn du jetzt hier guckst, gegnerische Fahrzeuge, die aufgeklärt wurden, war der Lux, der STVZ39 und Hütten Heavy. Ach, der DW2. Der Durchbruchwagen 2. Sind wir jetzt auf jeden Fall von der Feuerkraft her definitiv überlegen und von der Panzer. Der ist aber abgeprallt, das ist nicht so schlimm. Was man hier auch mal gut machen kann. Boah, der hat hier auch wieder Hetze das heftige Geschütz drauf. Hat gerade mal den Lux One-Shot rausgenommen. Wir drücken Boah, jetzt ich hier seh weiter, den gar weil. nicht. Es macht nichts. Weiterfahren. Du kannst ja auch den einen oder anderen Treffer ab. Ich ja genauso. Das Dümmste wäre es jetzt hier immer hinzufahren, sich einen Schuss abzuholen und wieder weiterzufahren. Deswegen fährt man jetzt hier runter, kassiert die Treffer, räumt der Ja, Ball ich bin noch ein bisschen aus. Ich bin weg. Okay, bist jetzt nicht runtergekommen oder hast du angehalten zum Kämpfen? Eine Mischung aus beiden. Ja gut, ist natürlich auch schief gelaufen, weil ich jetzt einfach voll Unterstützung gebraucht hätte. Aber hier gibt es eine Besonderheit und zwar hast du ja hier zwischen der Foxtrot und der Echo-Linie die Erhöhung. Ja, und wenn du da halt immer rüberfährst, kriegst du gegebenenfalls von Jagdpanzern hier oder so wie der Leopard da, wenn die einfach immer wieder rüberschießen und du kannst nicht hier auf die wirken. Okay. Darum macht hier so ein Push manchmal einfach mehr Sinn. Das heißt, du fährst auf die rauf. Wenn du dann in der Senke wieder drinne bist, können die von hier nicht auf euch wirken. Ja, was jetzt halt schief gelaufen ist, ne? Du bist gestorben und ja, das Team hat halt einfach nicht unterstützt. Okay. Gut, damit haben wir auch, sehe ich gerade, ich habe einen Kill, du hast keinen Kill, damit haben wir auch die 3 Kills nicht. Ja. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gucken jetzt mal. Wir können die Mission vielleicht doch noch schaffen. Und zwar können wir ja während des Gefechts auch noch jemanden in den Zug einladen. Jetzt warten wir einfach mal, ob hier noch einer 2 Kills macht, gegebenenfalls. Und dann reicht das auch. Ich kenne zwar die Nebenbedingungen nicht von der Mission. Aber so können wir uns die Mission quasi auch noch holen. Ja, ansonsten nächste Runde. Das läuft ja nicht weg. Ja. Nein, um Gottes Willen, die Zugmissionen laufen sowieso nicht weg, aber es ist halt schön, wenn man schon mal die erste abschließt. Gerade auch, wenn man dann die Nebenbedingungen noch hat. Das bringt dann schon mal ein paar Credits zusammen. Na, die Nebenbedingung ist garantiert überleben. Weiß ich nicht, wirklich nicht. Da hab ich nicht mehr drauf geachtet. Wenn ich jetzt auch rausgehe... shit, der ist schon im Zug. Das wäre jetzt natürlich zu schön gewesen. Ich guck trotzdem einfach mal weiter. Vielleicht haben wir noch Glück und hier macht einer 2 Kills, der nicht im Zug ist. Dann müssen wir den noch einladen und in der Hoffnung, dass er auch die Einladung annimmt. Sollte er es nicht tun, bringt das natürlich auch nichts. So, der hat schon mal einen Kill. Das Gewinnen war aber relativ easy hier. Meinst du? Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Also oben ist jetzt bloß noch der KV-1 und die Mathilda. In der Mitte haben wir den Hetzer noch. Kleiner. Nein, den kann ich nicht einladen. Man kann das natürlich auch blockieren, ne? Dass man von anderen Spielern nicht eingeladen werden kann in den Zug. Das hat jetzt leider der eine. Jetzt hoffe ich trotzdem noch, dass der Lotus hier die Stuck vielleicht zerstört.
ist meine einzige Hoffnung, dass wir da geschafft. Na, schon auf kurz, was hast du, 1? Fast. Ah, komm schon, nimm an, bitte. Gleich mal zuspammen. Ja, manche merken es halt einfach nicht, ne? Deswegen habe ich jetzt auch mal seinen Namen geschrieben. Ich krieg das auch nicht immer mit, wenn ich einen Invite kriege. Aber... wie gesagt, wenn er nicht annimmt, dann wäre es schon echt schade. Wir versuchen unser Glück. Ja. Ah, das wird eng. Schade. Komm, nimm an. Ist egal, er kann ja immer noch annehmen. Das nicht macht er mal Pech ab. Wenn es ganz dumm läuft, verlieren wir das halt auch einfach auch noch, weil er. Ja. Bei der M37 steht nur rum. Das ist hier die Artillerie. Ach so. Ach Gott. Das ist unsere Artillerie, ja. Die steht halt echt nur statisch. Im Prinzip mal Wechselposition, klar, gar keine Frage, aber. Ach, dieser Camper. Das wäre schlecht, wenn du ihn als Camper-Noob irgendwie beschimpfst. Also. Schießt er jetzt weiter blind rein? Na gut, ich meine, jetzt können wir eh erstmal nichts machen, weil Stufe 4 einfach blockiert ist. Die anderen haben wir auch durch. Wir können ja mal eine Runde TC 127 fahren. Die haben wir noch gar nicht gefahren. Achso, ja klar. Garage. Das kann jetzt echt noch lange dauern. Muss ich den irgendwie noch ausrüsten? Nee, ne? Jein, wir gucken gerade mal. Oh, warte mal eben, ich muss was machen hier im Spiel. Nö, der ist ausgebaut. Ja, Premium-Panzer sind immer ausgebaut. Also, du wolltest auf die Module hinaus. So, ach so, guck mal hier. Ja, was haben wir denn gesagt? Das erste ist große Ersatzteilkiste. Nee, kleine Ersatzteilkiste. Zack. Dann kommt Erste Hilfe. Genau. Gibt es auch einen kleinen? Nee, doch, da. Kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Und dann kommt der Handfeuerlöscher. Genau. Das so. Ab Stufe 5, 6 baue ich immer automatisch ein. Munition habe ich die AP drinne? Ja, kannst ein paar Schuss Gold mit einpacken, falls wir nicht Top-Tier sein sollten. Aber dann mit den 800 Credits kaufen, oder wie? Genau, auf jeden Fall mit Credits kaufen, nicht mit Gold. Aber ist das nicht zu teuer? Da gehst du mit Verlusten aus den Runden raus. Ja, wenn du es aber schießen musst, also das kann aber auch sein, wenn du jeden Schuss damit penetrierst zum Beispiel, dass du halt trotzdem mit Plus rausgehst. Achso, ich kann gar nicht kaufen. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Kann ich irgendwie nicht kaufen, ich kann keine Zahl eintragen, keinen Wert. Ich hau gerade mal, Achso, ja, weil du jetzt alles voll noch hast mit AP. Jetzt machst du einfach mal 10 Schuss, nee, mach mal 8 Schuss oder so runter von der AP. Und füllst dann einfach mit APCR auf. Und dann geht das erst. Weil du hast ein gewisses Munitionskontingent, das ist jetzt zum Beispiel insgesamt 104 Schuss. Ja, und wenn du die halt voll hast auf einer Munitionssorte, dann geht das natürlich nicht. Ja. So, das reicht auch erstmal für den Anfang. So viel Schuss wirst du nicht brauchen. 11.000 Credits, Mann, Mann, Mann. Ja, hast du ja noch 175. Automatisch nachladen, da auch an, überall rein, zack, und annehmen. Genau, du solltest halt nur, wenn das anders gar nicht geht, also wenn du anders nicht durchkommst. Ich nehme den jetzt auch mal. Ich habe darauf auch erst ein Gefecht. Aber du wirst sehen, wenn du hier Schaden machst, also gute Runden und nur mit der AP machst du hier halt deutlich mehr Credits als mit einem gewöhnlichen Panzer. Okay. Aber den spiele ich jetzt größtenteils auf AP-Munition, ne? Ja, solltest du, weil das ist halt, ja, wie gesagt, ein Premium-Panzer. Nichtsdestotrotz ist Premium-Munition teurer halt einfach. Ja, und kriegst dadurch halt weniger Credits. Aber jetzt haben wir schon wieder, ne, den Fall, dass wir halt nicht Top-Tier sind. In welcher Situation würde ich auf die teure Munition umschweifen? Nehmen wir jetzt mal den Typ 95, wenn du zum Beispiel den gegnerischen Typ 95 nicht penetrieren kannst. Ne, du guckst halt, schießt 2-3 Mal mit AP drauf.
Ja, und du kommst halt nicht durch, dann wechselst du dann halt automatisch auf die 2, schießt dann mit APCR und kannst ihn dann halt im günstigsten Fall penetrieren. Also das ist keine Garantie dafür, ne? Ja. Das ist einfach nur Munition, die eine höhere Durchschlagskraft hat. Ja, versuchst dann damit halt einfach. Also ich spiele das jetzt diesmal ein bisschen anders, weil wir beides leichte Panzer haben. Und zwar werden wir hier um die Mitte kämpfen. Ja, müssen halt gucken, dass wir da die Überhand gewinnen. Meine Crew ist ja auch noch nicht besonders gut drauf, also die viel besser sind als deine. Wie gesagt, auch erst eingefecht mit dem Panzer drauf. Ich habe ja auch keinen, nichts an Modulen verbaut, also oder Zubehör wie Ansetzerlüftung oder sowas. Aber da geht schon los, da haben wir schon den ersten blauen, das ist Mathilda. Sehr gut. Beschwerde und faire Spielweise. Ja, ich raff das immer nicht, was das soll. Wir hoffen, dass der Spieler gebannt wird irgendwann. So. Hier ist natürlich wieder die gemeingefährliche Kuppe hier, ne? Einmal hochfahren, gucken. Bup. Und wieder runterfahren auf jeden Fall. Und hier ist es halt Hit and Run, ne? Hochgucken, rüberfahren, schießen, abhauen. Links, Stadt. Boah. Ja, sehe ich. Die Crew ist ja echt schlecht. Schon vom Chihe oben kassiert, der ist noch nicht mal aufgegangen beim Schuss. Also auf jeden Fall nicht zu viel riskieren, du bist schon ganz schön offensiv dabei. Wir müssen hier erstmal die Überhand gewinnen, beziehungsweise erstmal gucken, wo die Gegner überhaupt schießen, weil hier oben sind auf jeden Fall... Ich hatte schon der Chihe getroffen, der gegnerische. Du kannst jetzt maximal immer einmal kurz vorpieken, also links und rechts zwischen den Häusern. Ja. Steamfound schreibt gerade, boah, es ist so befriedigend mit der Dame, wenn Lights vor dir flüchten. Ja, weil die keine Chance haben gegen die Mathilda, ja. Ach, er ist schon links neben uns, Julian, der ist hinter dir, der Valentine. Warum bist du nicht schon im Arsch zu ihm? Ja, stand ich auch gerade, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass der aus so einem steilen Winkel geschossen hat. Oh, das ist der nächste. Ja, abhauen, dann hau ab. Gegen zwei haben wir eh keine Chance hier. Ja, ich check, jetzt kann ich mal fahren. Ja, Kette reparieren. Kette reparieren, das Weide suchen. Ja, und weg. Ja, ich hab noch drauf gedrückt, aber... Ja, da gewöhnst du dich irgendwann dran, das geht so schnell. Das ist auch so der Klassiker, wenn du weißt, du kriegst einen Artillerietreffer, dann drückst du automatisch schon manchmal die 4 ja, und dann die dementsprechende Modultaste halt. Und die wirkt aber nur, wenn du auch wirklich Bedarf hast, ne? Ja, ja, das kannst du nicht auszusehen verwenden. Okay. Nur, wenn wirklich was kaputt ist. Also sei es beschädigt, du kannst natürlich auch beschädigte Sachen reparieren, nicht nur zerstörte. Es gibt den Unterschied zwischen beschädigt und zerstört. Wie du es vorhin schon mal hattest, dass deine Kette orange leuchtet hat. Ja. Das war dann das Symbol dafür, dass sie beschädigt ist. Und rot ist dann halt dementsprechend zerstört. Ja, du kannst halt natürlich, wie gesagt, die beschädigte Kette halt reparieren. Oder die zerstörte. Macht halt bei zerstört. Hinter dir kommt auch einer hoch, glaube ich. Nee. Mhm. Ja, jetzt war es egal. Ich war hier komplett umzingelt. 10 zu 4 steht schon wieder. Ja. Unser Teamkiller ist auch schon tot. Unsere beiden Teamkiller eigentlich. Hast du wenigstens ein bisschen Schaden gemacht oder gar keinen? Ich glaube gar keinen. Ja, okay, das ist natürlich immer blöd, gerade mit dem Premium-Panzer, da ist halt natürlich Schaden und Aufklärung ist da alles. So. So, der Typ 4 ist auch, der M3L ist auch schon raus. Ach, warte mal, muss ich nicht sogar noch Forschung... Hier, ich habe noch T1-Panzer, die ich fahren muss. Den Franzosen zum Beispiel. Der hat noch nicht Elite-Status? Nein, und dann noch den Cunningham. Den T1 musst du noch nicht mehr fahren, weil der schon Elite-Status hat. Der T1 Cunningham, das war der Amerikaner. Bei den Amis war es ja schon. Ach, du hast recht. Ich meine den Briten. Ah, okay. Ja, lass uns trotzdem erstmal mit den Dingens weiterfahren, dass wir heute gegebenenfalls wirklich noch schaffen, den ersten T5-Panzer zu erforschen. Boah, meinst du, das schaffen wir? Je nachdem, wie erfolgreich. So, M3-Li, zack. Ich sag mal so, gewinnen wir jetzt alles, bis wir irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, dann... Und du natürlich auch dementsprechend Schaden machst oder aufklärst. So. Ich dachte, steht und fällt alles immer mit dem Schaden einfach, oder mit dem Aufklärung. Ja, ja.
Das bringt dir die meiste Basis-XP, genauso wie die Kills. Und ja, dementsprechend kannst du dann. Kommst du dann schneller vorwärts. Ja, der, und der XP-Gewinn ist. Oh, die hatten wir auch noch nicht. Und der ist schon halt so markant, der Unterschied zwischen den XP, die du für einen Sieg oder eine Niederlage kriegst, dass sich das halt ganz anders verhält. Gewinnst du 10 Gefechte, hast du meinetwegen 5000 XP erfahren, hast du dieselbe Anzahl Gefechte Niederlagen, bist du halt vielleicht, wenn du Glück hast, bei 2000. Okay. Und dann halt auch je nachdem, wie gut du halt jeweils in der Runde warst. Ach, fahr ich mal mit HE-Munition oder? Nö, normal mit AP grundsätzlich, hast halt die höhere Durchschlagskraft. HE wirkt halt wirklich nur bei Panzern. Oder hat die den höheren Schaden, wenn du die wirklich durchschlägst. Das trifft aber auch nur bei Panzern zu, die eine weiche Panzerung haben, wie zum Beispiel Light Tanks oder hier die offenen Panzer, wie der Gegner T-40 zum Beispiel. Da macht die dann definitiv mehr Schaden. Aber solange du nicht abschätzen kannst, ob du wirklich einen Weakspot triffst oder den gut triffst, um den mit HE zu durchschlagen, weil wenn du jetzt mal mit der Maus einfach nur, also drückst Steuerung und hältst Steuerung gedrückt, dann gehst du mal mit der Maus einfach über die Munitionssorten. Das kannst du auch im Gefecht machen. Dann steht da wieder das Kaliber, der Schaden, die Durchschlagskraft und dementsprechend der Wirkungsbereich. Du wirst den Unterschied halt merken. Ja klar, HE zeigt dir grundsätzlich mehr Schaden an, hat aber dafür auch die geringe Durchschlagskraft. Und solltest du nicht durchschlagen und ihn einfach nur irgendwo treffen, machst du halt nicht dementsprechend den vollen Schaden, sondern nur ja, das, was die restliche Panzerung halt nicht abwehrt. Alles klar. Steamfound schreibt, also ich bereue echt gar nicht, nochmal neu angefangen zu haben. Ich liebe die Matilda XD. Ja, sie geht ja gerade richtig drauf ab. Ja, es ist, also ich habe auch Serien angefangen, also ich habe, weiß Gott, wie gesagt, ich habe 22.000 Gefechte, bin, weiß Gott, noch nicht durch überall. Ja, mit manchen Sachen tust du ja mal schon, du sagst, ah, habe ich keinen Bock auf die Forschungsreihe irgendwie anzufangen. Ja, dann legst du da halt los und, ja, spielt sich aber einfach doch total gut, der Panzer, ne? Und das gibt's durchaus auch. Ja, wir sind jetzt hier auf dem klassischen Camper Hill oder der klassische TD Hill. Ja, ich stehe jetzt hier auch mit dem Heavy, dessen bin ich mir völlig bewusst. Aber da wir wieder Lot hier sind und mit deinem Panzer nicht viel besseres möglich ist, wenn du jetzt mal rüber guckst, einfach auf den gegnerischen TD Hill, das ist dieser hier. Okay, ich bin schon aufgeklärt. Dann siehst du da so markant zwei Gebüsche oben drauf. Da stehen meistens die gegnerischen TDs drin. Und da kann man halt auch durchaus mal blind reinschießen, einfach. Der Spiel zerlegen mich hier komplett. Vielleicht auch gar nicht mehr so clever, so hoch zu fahren, aber wie gesagt, wenn du es siehst, da kann man halt mal blind drauf schießen. Entweder hast du halt Glück und da steht einer oder steht halt keiner drin. Eine Stuck 3B unten drin, die dürftest du auch treffen. Wo? Und auch sehr gut penetrieren können, unten hier im Moor. Oh, was ist denn mit dir hier? So. Jetzt ist sie leider weg. Ich habe sie gesehen gehabt, dann ist der Typ ja, fahr nicht zu weit vor. Vorsichtig, du musst bedenken, die haben hier auch den TD-Hill wie wir. So, guck, jetzt hat dir wieder jemand aufgeklärt. Zeig, ich habe auch schon drauf geschossen. Du hast drüber geschossen. Und ich habe jetzt alle gemacht. Ja, sehr gut. Das wird echt ein Geduldsspiel hier. Aber du kannst mal mitkommen. Die drücken da gleich durch. Wir fahren jetzt auf die andere Seite von dem TD-Hill einfach mal. Weil lange werden die Jungs da nicht mehr standhalten. Dann fahren wir hier einfach mal quer rüber. Eieieiei. Oh, da steht schon die erste Matilda. So, jetzt stehst du hier schön am Hinterhang, so dass du auf jeden Fall noch treffen kannst. Also, ja, dann einfach in die Stadt snipen, was geht. Ja, gut, jetzt habe ich es halt hinter mir mit meiner Sniperei. Aber das heißt ja nicht, dass es für dich schon zu Ende ist. Wieso komme ich jetzt nicht auf deinen Panzer? Okay. Genau, nur so weit hoch, wie du wirklich musst, um den Gegner zu treffen. So, wenn du selbst getroffen wirst, weg. Gar nicht mehr riskieren, den Schuss zu setzen. Maximal noch einmal einen Schuss setzen und abhauen. Weil du weißt, dass du offen bist. Hau ab. Ja. Auf so einem Shootout darfst du dich dann immer nicht einlassen. Dann lieber so weg, dass du halt gar nicht mehr getroffen werden kannst. Okay. Weil du dann den Vorteil halt nicht mehr ausspielen kannst. Das musst du dann halt so lange machen, bis du den Vorteil oder die Überhand da halt wieder auf der Linie gibst. Aber, nein, das hat wieder nicht gereicht. Uns fehlt immer ein Kill. Ich versuche jetzt einfach mal einen einzuladen hier. Achso, ich bin schon in der Garage jetzt wieder, ne? Ja, macht nichts. Ich bettel nochmal hier. Please accept invite. 3.339 Erfahrungspunkte. Es geht schleppend voran. Ja, wie gesagt, das ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass wir relativ spät die Dingens gezündet haben, die Reserve.
die persönliche. Ja, und was natürlich ganz gravierend den Unterschied aus Premium, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, du merkst, wenn du, du kannst das mal vergleichen, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal spielen, aber wenn du das nächste Mal mit Premium spielst, beziehungsweise mit, ohne Premium spielst und das einfach mal mit dem heutigen Tag vergleichst, wirst du den Unterschied ganz gravierend feststellen. Na komm schon, Jungs. Irgendwer muss doch die Einladung hier annehmen im Kill. Muss doch nur die Einladung annehmen. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Ja, denn nicht. Jetzt haben wir die Runde auch verloren. Können wir gleich wieder rein. Jo. Vielleicht haben wir ja in der Runde mal irgendwann mal Glück, dass wir entweder selber drei Kills machen oder ja, sich jemand bequem bzw. begnadet. Und zack. Die Mission, die erste schon mal erfüllen. Weil ansonsten kannst du dann nämlich, wenn du die Zugmissionen durch sind, die kannst du halt immer, egal ob du alleine spielst, die Mission immer alle erledigen. Aber die Zugmissionen gehen auch grundsätzlich natürlich alleine, gar keine Frage. Sind im Zug natürlich einfacher zu erfüllen. Ja, na klar. Hä, Zug ist nicht bereit. Ach, jetzt nimmt er an. Ja, ganz toll. Hier, von taktischer Einheit ausschließen. Tschüss. Blödmann. Und du musst mir halt dann immer sagen, wenn du die Mission erledigt, willst du eine Mission für dich. Oder halt wieder eine Zugmission. Ja, alles klar. Wenn du zu dritt im Zug spielst jetzt zum Beispiel, dann sind diese 3000 Schaden durchaus möglich, gar keine Frage. 2000 waren es, glaube ich. Ach ja, sowas. So. Oben lang, unten eben. Lang? Genau, wir fahren wieder, wie gehabt, oben lang. Okay. Obwohl, ich muss eigentlich mit dem Panzer B2 hier auf die Heavy-Linie. Kannst du grundsätzlich auch mitfahren, dir fehlt natürlich ein bisschen Panzer. Aber da wir ja auch wieder relativ kanalisiert hier fahren, kannst du da eigentlich auch relativ gut mitwirken. Tja, dann fahre ich mit dir mit. Ja, mach das mal. Auf geht's! Fahr noch nicht allzu weit vor, weil da können wir darauf hoffen, dass die Gegner das unsere Artillerie unterstützt. Wir aber gleichzeitig nicht von der gegnerischen Artillerie getroffen werden können. Da kommt auch schon der erste Light Tank. So, siehst du, das meine ich mich, wo du sagtest mit der Mission, das ist ja ganz einfach. Der hat sich jetzt gerade überschlagen. So einen gegnerischen leichten Panzer musst du halt auch erstmal treffen, ne? Ja, richtig. So, langsam und stopp. Viel weiter als hier fahren wir gar nicht vor. Die sind jetzt schon alle hier unten drin und wenn wir noch viel weiter vorfahren, kann uns definitiv gegnerische Artillerie treffen. So. Und hier ist der Cut um diesen kleinen um diese kleine Bergspitze. Da auf gar keinen Fall. Da steht jetzt ein LTP. Und der Kill muss uns gehören. Hab ihn. Und hier hagelt es nämlich wieder nur Artillerieeinschläge. Ja. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen durchdrücken, dass wir hier tatsächlich nochmal die drei Kills abgreifen. Jetzt lade ich schon mal einen ein mit Kill, den mit Kill, den mit Kill. Die nämlich auch wieder gerade alle ab vor uns hier. Ärgerlich. Jetzt wurde ich schon vom Chi-Ha getroffen. Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Und mein Munitionslager beschädigt. Oh, hinter uns. Ja, ich sehe es gerade. Jetzt einfach zu viel geil. Ja, toll, super. Ich bin weg. Das ist ja. Das hat ja gar nicht mitgekriegt, dass da zwei Leute stehen. Zwei Panzer. Nee, ich auch nicht so richtig. Direkt neben dir jetzt, ne? Ich bin gebounced an dem, wie geht das denn? Shit, ich kann nicht mehr reparieren. Nee, nee. Ein Spieler ist dem Zug beigetreten. Ja, egal, wir haben die Mission auf jeden Fall erfüllt. Das Ding sollten wir auch gewinnen.
Weil ich habe 2 Kills gemacht. Jumbus 2000 hat den Invite angenommen. Damit haben wir 4 Kills. Jo. Das heißt, ich kann jetzt in die Garage zurück, oder? Nein, noch nicht. Solange, also wenn du einen Panzertyp im Gefecht hast und dafür eine Mission laufen, kannst du die Mission nicht ändern. Weil du könntest dich ja selbst um einen Auftrag betrügen, sag ich mal. Naja, klar. Dann stell dir vor, der läuft noch und der ist wieder. Der macht ja Schaden ohne Ende, ne? Da kann ich jetzt noch gleich den 2000er mitnehmen. Ja, das geht leider nicht. Man kann immer nur eine Mission erfüllen. Okay. Und er heißt das auch noch Jumbus 2000. Tja. Und ja, ist das auch hinter sich. Ja. Macht aber nichts, weil die Mission haben wir auf jeden Fall erfüllt. Aber wie gesagt, die 2000 Schaden, die rechne ich uns eher auf Stufe 4 wirklich schwer. Aber nichtsdestotrotz kannst du dann gleich, das können wir dann mal mit Stufe 5 angehen. Weil die läuft nicht weg. Es wird dann umso höher die Panzer sind, einfach nur leichter. Und da kannst du lieber anfangen jetzt mit den mit Mission 1. Dann hier weiter über 2, 3 etc. Okay. Also nicht die 2000er Mission annehmen. Nee. Das machen wir dann wirklich mal anders, wenn wir weiter sind oder wir einen festen dritten Platoon-Mann haben für den Stream. Ab 5 wird es langsam realistisch. Wenn auch noch schwer, zu dritt auf jeden Fall leichter, aber müsste jeder 1000 Schaden machen wenigstens. Oder mindestens halt einer 2000 Schaden. Richtig. So, wenn die nicht langsam mal aus dem Knick kommen hier, die Jungs, dann verlieren wir die Runde tatsächlich noch. Weil wir haben einen, der ist AFK in der Base. Sprich, wir haben schon mal einen Mann. Das ist ganz schön oft hier, ne? Dass jemand AFK ist. Das nervt wie Sau, aber wirklich. Das ist in den unteren Tierstufen, weil es halt keiner machen will, ne? Die stellen sich dann halt lieber rein. Die kriegen ja trotzdem, auch wenn nicht viel, aber die kriegen ein bisschen Erfahrung. Auch fünffach natürlich trotzdem. Auch wenn sie ihren Teil nicht dazu beigetragen haben, dann gibt es halt weniger, aber es gibt Erfahrung. Ja, Steamfrauen denkt, dass sie keine große Hilfe wäre, schreibt sie gerade. Warum will ich heute die ganze Zeit Steamfrauen sagen? Ja, man kennt sie ja, die Steamfrauen. Genau. Weltbekannt. Nee, aber wie gesagt, das ist kein Problem, das arbeitet man sich dann halt zusammen, ne? Also, wie gesagt, ich bin, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich auch hier die ganzen Stufe 1 Panzer gehabt, hab da geguckt, oh, ich will einen Tiger 1 haben, weil ich dachte, der Tiger 1 wäre halt super toll. Ja, der ist auch nicht schlecht, wenn man halt weiß, wie man spielen muss. Wusste ich nicht. Hab dann gedacht, ja, jetzt bin ich hier der mächtige Tiger 1. Bin dann immer ganz weit vorgefahren. Ja, und dann wurde ich aber auch in 0,0 zusammengeschossen und hab mich halt gewundert, warum. Ne? Halt einfach die Basics, die man erstmal lernen muss. Und wenn man die drin hat, dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. No. Man muss halt wissen, was man tut, ne? Oder warum passiert das, wenn ich. Oder warum passiert X, wenn ich Y mache? Mensch, die waren jetzt alle gerade so offen, die drei. Hast du das gesehen? Ja, natürlich. Ich gucke die ganze Zeit dem IKV-72 zu und ärgere mich hier auch, Ich frage mich aber auch, was die Artillerie hier macht. Guck mal, ich weiß nicht, was der da macht. Aber irgendwie ist das komisch. Vor allem die gegnerische Artillerie von denen, die hat die M37, die hat 4 Kills schon. Wenn die so weitermachen, dann holt er sich auch nochmal 5 und 6 noch ab. Ja. Oh, jetzt hat er verschossen. Jetzt muss er sich halt beeilen. Jetzt sind unsere Artillerie zugeschlagen. Zack. Oh, das ist aber sehr gut, Steamfaun. Ich bin nicht defensiv genug in diesem Spiel. Ja, Steamfaun das schreibt, dass sie defensiver spielt, als sie gedacht hätte. Da bietet sich ja TD für an, ne? Das wäre ja so der Klassiker. Und offen, zu offen. Ja, das ist halt wie dieses Wasten, ne? Ja. Klar, man kann sofort vorfahren mit Vollgas oder hier Tempomatstufe 3 und guckt dann einfach, was passiert, aber macht halt nicht immer Sinn. Richtig. Es liegt aber auch nicht jedermann die Light-Tank-Spielvariante, ne? Wenn ich überlege, es gibt hier Panzer mit Maximalgeschwindigkeiten von 60, 70 Klamotten, dann musst du halt auch erstmal kontrolliert kriegen, ne? Und trotzdem noch deinen Job machen.